auf dem Weg Triss vor Leto beschützen, weil Leto sich mit Triss teleportieren will. So, aber erstmal holen wir das Zeug. Gucken, was hier noch schnell drin ist. Stilette, so. Alle auch. Moment, Moment. Schwert fehlt. Irgendwo fehlt ein Schwert. Das können wir vielleicht gleich gebrauchen. So, was haben wir denn da? Genau, Silberschwert habe ich noch drin, aber mein Dings fehlt. Dieses Langschwert? Oh, scheiße. Hat er jetzt meine Waffe weggenommen? Ach, was ein Arschloch. Oh nö, das war doch so gut. Na gut, dann muss ich das Langschwert nehmen. Ah, habe ich noch eine Aufwertung dabei? Natürlich nicht. Scheiße. So, raus hier, schnell. Und nach Flotsam und Riss zu helfen, wie es da oben rechts steht. Hier sind alle tot, mehr oder weniger. Elfen und Streitkräfte von Roche, der sich natürlich einmischen musste. In der letzten Folge habe ich Jorvid eine Waffe gegeben, weil Jorvid, beziehungsweise ich habe es nicht eingesehen, ihn zu töten. Weil dieser ganze Kreuzzug, Mensch gegen Elfen, Unterdrückung etc., das ist eh nicht so mein Ding. Wäre das jetzt bei den Elfen, dann wäre es genauso. Ich töte einfach keine Leute oder unterdrücke Leute. Ne? Sehe ich nicht ein. Ne? Und wenn die Elfen einfach sagen, okay, sie haben einen Hass auf die Menschen, weil sie unterdrückt werden, dann sollen sie ihren Hass doch laufen lassen. Ist doch kein Problem. Da halte ich mich ganz neutral bei sowas. So, okay, okay, hier liegen schon Leichen. Hoffentlich sind wir gleich da. Wir sind gleich da. Halt, da geht's lang. Oh, scheiße. Oh, kacke, hier standen mal Menschen. Ah, doch. Hier stehen sie immer noch. Cool. So, lauf nach Flotsam. Wir sind in Flotsam. Wo ist Triss? Ich will die Waffe bereit machen. Na gut, ich stecke die Waffe erst weg. Darf ich jetzt hier durch? Hallo! Ah, da, danke. Oh, wer bist du? Hä, wer bist denn du jetzt? Greifst mich jetzt an, oder was? Wer ist denn das? Wer war denn er? Darf ich jetzt hier durchgehen? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Na, ach, das ist doch scheiße. Oh, verdammt. Sowas hasse ich ehrlich, ganz ehrlich. Rassismus, der sich dann so entlädt. Ich meine, das ist schon schlimm genug, aber... Oh, Kacke. Schnell in die Schenke rein. Die ermordeten Schuldige. Hauen sie da auf den einen Typen drauf mit 5 Leuten. Also sowas kann ich nicht leiden. So. Na, wie geht's weiter, Schankwirt? Meinen Sohn haben sie erschlagen. Meinen Sohn. Verfluchte Elfen, ihr Blut soll fließen. Diese Elfen haben mit dem Tod deines Sohnes nichts zu tun. Ihr Blut wird nicht vergossen. So, wir müssen da mal eingreifen. Wenn ich es mir recht überlege, ihr habt hier nichts zu suchen, Leute. Geht nach Hause. Danke, Gwynblade. Wir wären tot ohne dich. Komm hier weg, so schnell wie möglich. Passt auf euch auf. Wer hat diese Hölle entfesselt? Ich tippe auf Loredo. Das war mir schon klar. Wir brauchen doch dauernd Sündenböcke für ihre eigenen Fehler. Und das Volk will Unterhaltung, ob fröhlich oder blutig. Diese Stadt wird nicht mehr dieselbe sein. Hier ist die Zeit der Verachtung schon gekommen. Wir müssen Triss finden. Weißt du, wo sie ist? Sie wollte zu Sheila. Die hat eine Kammer im Wirtshaus gemietet. Ich habe ihr von dem Megaskop erzählt, an dem Soltan gearbeitet hat. Wie konnte es zu diesem Pogrom kommen? Angeblich ist das die Rache für die Soldaten, die mit Roche gezogen sind.
Aber das waren Halunken. Von Loredo bezahlt und von keinem beweint. Jedenfalls sind spontane Unruhen ausgebrochen. Loredo guckt zu und mimt den Unschuldigen. Aber es sind seine Spirren, die die Leute aufstacheln. An der Spitze der Meute sah ich Soldaten in Zivil. Naja, du kannst ihm nichts beweisen. Das habe ich auch nicht vor. Nee, ich habe irgendwann vor, Loredo fertig zu machen. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal, Ja, komm. Warum unternehmen die Wachen nichts? Ihre Kameraden wurden von Eichhörnchen erschlagen. Und Loredos Befehl zum Eingreifen fehlt. Gehen wir Tristan suchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zum Glück habe ich den Schlüssel zu Sheilas Gemach. Ich muss zugeben, die Frau des Schankwirts ist außerordentlich flink für jemanden ihrer Körpergröße. Der Schwere. So, geht's hier lang? Oder muss ich nach draußen? Nee, es geht nach draußen. Der Schwere nötigt bei dir, der Rittersporn. So, mach die Tür auf. Du hättest mir ja auch die Tür aufhalten können. So. Oh. Nein, Soltan! Schlag sie alle, diese dreckigen Ratten! Tut den Wechselbelgern! Nix da, Freunde, nix! Und sie messen sich! Freunde! Den Anderlingen! Ist gut jetzt! Hey, was ist denn jetzt los hier? Moment! Freunde, ihr tut dir nichts! Was ist das denn für ein Sonderling? Das ist dieser Hexer! So. Ich mach's über Aktie. Lasst sie in Ruhe. Sie haben euch nichts getan. Mensch, das sind doch unsere Nachbarn. Lasst uns nach Hause gehen. So will ich auch meinen, du. So will ich auch meinen. So, noch jemand hier, der Streit sucht? So, lasst mich durch. Ich muss da hoch. So. Blut. Mir schwant Übles. Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Sehen wir nach. Vielleicht sagen uns die Spuren was. Oh, wer ist er hier? So, untersuchen wir erstmal den Ort. Er schreibt schon fleißig mit. Was für ein Durcheinander. Alles im Chaos. Jemand hat hier nicht viel Federlesen gemacht. Verstehe ich nicht. Hier muss noch jemand gewesen sein. Halt! Was ist denn das? Nebendran, das ist doch die eine. Loch. Da drüben ist das Bordell. Vielleicht hat die Puffmutter gesehen, was hier passiert ist. Komm. Das ist doch die eine von links, die auch auf dem Fest dabei war. Ja. Da schauen wir uns auf jeden Fall um. Ey Mädels, alles okay? Davina, ne? Ja. Wir haben geschlossen. Kommt später wieder. Sie haben mir ein Mädchen getötet. Das ist Dere. Geralt, das war ihre Kammer. Was ist geschehen? Sie haben sie umgebracht. Gestern mochten sie noch, tranken Wein mit ihr, sagten ihr, wie hübsch sie sei. Heute sind sie zur Fünft gekommen, im Blutrausch, mit hässlichen Flüchen auf den Lippen. Hatte sie gerade einen Kunden? Nein, sie war bei mir. Was glotzt ihr so? Ich wollte sie beruhigen, trösten. Das geht uns nichts an. Ich hatte gehofft, du könntest mir sagen, was in der Kammer nebenan geschehen ist. Ich habe das Guckloch gefunden, aber ihr wart beschäftigt. Das waren wir. Bis wir das Gespräch hinter der Wand bemerkten. Sonst hat Sheila immer einen Zauber geworfen, dass man nichts hören oder sehen konnte. Aber diesmal nicht. Wir haben gespäht. Ich sah die rothaarige Zauberin und Cedric, unser versoffenes Ex-Eichhörnchen. Die rothaarige trat vor den magischen Spiegel und sagte,
wollen sehen, mit wem die Eiskönigin zuletzt gesprochen hat. Sie meinte Sheila. Das war sogar mir klar. Die Rothaarige fuchtelte und rief ein Zauberwort. Darauf erschien ein Mann in der Kammer. Er sah so schlimm aus, dass Dere aufschrie. Als ich sie weggeschubst hatte, war noch jemand im Zimmer. Eine Frau. Triss nannte sie Philippa. Philippa? Grüß dich, Philippa. Ah, Rückblende. Hm? Was haben die denn da so amateurlich los? Hübsch siehst du aus. Was triffst du da mit Sheilas Megaskop? Ich glaube nicht, dass sie damit einverstanden wäre. Da könntest du sie auch gleich um ihre Zahnbürste bitten. Sie weiß nichts davon. Wer ist ein... Ach cool, der spielt wie der Triss. Aber wer ist der Typ, der im Hintergrund unter Cedric? Da ist irgendein Toter und Cedric kümmert sich um den. Das andere sind, glaube ich, so Nebenfragen. Und da geht's dann weiter. Worüber hast du mit Sheila gesprochen? Ist das nicht klar? Zwei Herrscher des Nordens sind tot. Wir haben über die Entwicklung der Ereignisse geredet. In Temerien herrscht Chaos. Ich habe meinen Einfluss verloren. Der Frieden, den ich mühsam in all der Zeit aufgebaut habe, ist dahin. Was wollt ihr tun? Was hat die Loge beschlossen? Schließlich wurde sie geschaffen, um die Interessen der Magie zu wahren. Wir passen uns der neuen Ordnung an und nutzen die Situation. 5 Jahre Arbeit umsonst. Der zentrische Frieden hängt am seidenen Faden. In Temerien steht ein Bürgerkrieg bevor. Was gibt's da zu nutzen? Die Urheber müssen gefunden und bestraft werden. Nun komm mal wieder runter, Rotznase. Mangoldschale und Politik. Das eine soll man so kalt genießen wie das andere. Kalkulieren. Nicht von Emotionen hinreißen lassen. Volltest machen wir nicht wieder lebendig. Hör auf, dich als Rächerin aufzuspielen. Wir müssen klug und überlegt handeln. Die Lage nutzen. Verstehst du? Dann hilf mir wenigstens, den Hexer zu entlasten. Hör endlich auf, mit der Muschi zu denken und reiß dich zusammen. Der Hexer kommt schon zurecht. Aha! Die gehören zur Loge der Magier. Denkst du, dieses Mädchen... Saskia, die Drachentöterin. Sie soll den Drachen besiegt haben. Kann sie Henselt widerstehen? Schwierig. Aber das Mädchen hat schon andere Wunder vollbracht. Dann ist der Krieg unvermeidlich? Henselt kann man nicht umstimmen. Du hast Redanien verlassen, wie ich höre. Ich will verhindern, dass Erdirn zerfällt. Wir haben hier einen Volksaufstand, eine echte Revolte. Das würde dir Spaß machen. Wohl kaum. Es hat schon vor Dimavens Tod begonnen. Ein Mädchen, schön und nicht dumm, führt die Aufständischen an. Sie hat das Unmögliche geschafft. Menschen und Anderlinge, Adel, Bürger und Bauern, sie alle marschieren Schulter an Schulter einer neuen Welt entgegen. Sie haben den Königstreuen ordentlich eins auf die Mütze gegeben. Nun sind sie die einzige bewaffnete Macht in Edirne. Was ist mit Demavents Sohn, Fürst Stannis? Der hat sich den Aufständischen angeschlossen, macht gute Miene zum bösen Spiel. Tut so, als fände er Gefallen an der Idee von Gleichheit und Gerechtigkeit. Was hast du vor? Ich werde nicht dulden, dass Henselt von Cadven Oberädern besetzt. Unser Kriegskönig würde so doch allzu mächtig. Man muss ihn aufhalten. Das für den Anfang. Danach sorge ich dafür, dass eine geeignete Person Äderns Thron besteigt. Ja, und was macht Sheila hier? Was will Sheila in Flotsam? Das ist delikat. Henselt hasst Zauberinnen. Aber wir brauchen jemanden an seinem Hof. Ich weiß. Sein einziger Sohn fand vor 3 Jahren bei einem Jagdunfall sein Schicksal. Einen weiteren Erben konnte der König nicht zeugen, so sehr er sich auch abgerackert hat. Sheila behauptet, sie könne die schlappe Rute des Monarchen wieder erstrammen lassen. Mit sehr seltenen Ingredienzen. Die sie sich aus dem Kairan holen will. Genau. Und dann wird wieder eine Zauberin zur Rechten des Königs sitzen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Oh, erstmal wissen, was mit Triss ist. Was ist mit Triss geschehen? Wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe nur das Gespräch gehört, von dem ich dir erzählt habe. Dann sind die Mörder gekommen.
Mich haben sie getreten und Dere erstochen. Aber auch nebenan gab es Kampflärm. Die Zauberin hat geschrien. Als die Mörder nach weiteren Opfern suchten, habe ich nach draußen geschaut. Ich glaube, ich habe Cedric gesehen auf dem Weg durch die kleine Gasse zum Wald. Er wankte. Danke, Garvena. Du hast was gut bei mir. Warte, Hexer. Gib Jorvet diesen Brief. Einen Brief? Das sind die Namen von Deres Mördern. Jorvet versteht schon. Oh ja. Die würde ich am liebsten auch umbringen. Spionierst du für Jorvet? Ich helfe ihm von Zeit zu Zeit. Gib ihm einfach den Brief. Mal sehen. Ich kann nichts versprechen. Ritter Sporn, warte hier auf mich. Ich suche Cedric. Das ist Cedrics Blut. Ich werde ihn finden. Ah, Mist. Hat sie ihn auch erwischt. Erstmal draußen gucken. Folge dem Blut, okay? Der Trank Katze kommt. So, Cedrics Blut folgen. Hier sehe ich Blutspuren. Da sehe ich. Das Blut stammt, denke ich mal, nicht von Cedric. Aber hier ist kein Blut. Die einzige Blutspur. Sei denn, hier ist noch Blut. Da ist Blut. Das könnte dann hier noch sein. Scheiße. Hier noch? Noch ein Opfer des Pogroms. Ich muss weitersuchen. So, gucken wir mal kurz. Da haben Sie ja ganze Arbeit geleistet. Sie könnten mal langsam aufhören. Glaubst du das? Okay. Ich glaube, einfach so rumsuchen bringt nicht viel. Ich glaube, wir müssen doch den Trank einsetzen. Nichts mehr. Ja. Krank der Katze, weil hier ist nämlich kein Blut mehr. Odoredo. Dich mache ich ja sowas von rund, das glaubst du gar nicht. Nee, hier ist kein Blut mehr. Doch, wir setzen den Trank ein. Hoffentlich finden wir Cedric noch rechtzeitig. Also, hier war die letzte Blutspur. Der Trank Katze ist hier. Achso, du musst ja hier rüber. Tränke einnehmen, und zwar die Katze. Und trinken. So, gucken wir mal kurz. 4 Minuten läuft das Ganze. Hier ist Blut. Leute, die da einfach nur stehen. Auf jeden Fall sehe ich das Blut jetzt deutlicher. Sehr cool gemacht hier mit dem Kreislauf. Ja, ist klar. Zu einer Gasse, hat sie gesagt. Hier? Da liegt auf jeden Fall Blut hinten dran. Cool, jetzt weiß ich auch, wie Katzen sehen. Hier liegt Blut. Da liegt auch nochmal Blut. Und es klebt eine Blutspur hier nach oben. Hier aufs Dach, wenn das so richtig zu sehen ist. Oder halt hier vorne rechts rein. Kann man davon ausgehen, dass es Blut ist. Ich gehe mal hier rein. Ich habe da nämlich Blut drin gesehen. Heute die Arbeit. Nee, okay, das ist falsche Fährte.
dann müssen wir dieser Blutspur hier folgen. Hier ist auch noch Blut. Blut vom Schwein. Ja, hier hört die Spur dann auf. Untersuchen wir da. Nicht Cedric. Nicht Cedric, okay. Hä, wer steht denn da? Sind die in dem Haus drinnen? Sind drei Zwerge, oder? Ich guck da mal kurz rein. Wir sind unschuldig. Beziehungsweise ich habe ja kein Problem damit. Ja, ich tue euch nichts sonst. Ich plündere nur eure Bude. Oh Scheiße. Oh Scheiße, was ist jetzt los? Das sieht nicht gut aus. Lasst mich mal vorbei, ich kann euch helfen. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Schade, dass man den Trank nicht mehr abwählen kann. Ah. Hab ich die jetzt dahin geführt? Scheiße. Okay, sie stehen noch da. Aber wo ist Cedric, verdammte Axt? Hier ist jetzt auch kein Blut mehr. Da pinkelt einer. Stehen die da hinten noch vor der Hütte rum? Oh nein, oder? Nee, nee, die stehen hier noch. Okay, die stehen hier noch, wer sind das? Hier ist jetzt eine Seitengasse, aber hier liegt kein Blut auf dem Boden. Okay. War ich jetzt auch noch nicht? Doch, war ich schon mal, aber nicht mit dem Fang. Aber halt. Achso, das ist eine Hand zum Aufnehmen. Hat jemand was gesagt oder war das ein Furz? Verdammt, ich finde den Typen nicht. Und ich möchte ihm da hinten doch gern helfen, den Zwergen. Hier auf jeden Fall noch vor der Tür. Waren das nicht mal mehr? Ich geh jetzt mal in das Gebäude nochmal. War ich hier schon drin? Ich weiß es gar nicht. Zu den Waffenmänner! Frauen in die Keller! Alarm! Alarm! Ich will nichts von euch, keine Angst. Ich will eigentlich nur meinen Kollegen finden. Alarm. Halt, was gibt's denn da? Gut, dann nehmen wir erstmal Zeug mit. Tja, wo ist Cedric? Oder er ist zum Hafen. Ah, verdammt, ich will doch gerne den Zwergen helfen da oben. Mist. Ich hasse sie gleich nicht erwischt, wenn ich jetzt hier hinlaufe. Ich geh mal kurz zum Hafen. Ich sehe jetzt auch kein Blut, oder? Nee. Nein, hier komme ich auch nicht weiter. Ist er vielleicht rausgelaufen aus der Stadt? Steckt sie doch bestimmt in der Stadt. Nieder mit den Eichhörnchen! Nix. Scheiße. So. Heute erzähle ich euch von der Gründung Bindegards. Vor langer Zeit. Na, Cedric, wo bist du? Aber
Okay, wie es dann bei der Suche weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.